wieder eingeschaltet habt zu meinem heutigen Video. Es wird wahrscheinlich ein längeres Video, denn es geht heute, naja, zum einen ist es so ein bisschen ein Endometriose-Update, zum anderen geht es um die Pille heute und um eine alternative Verhütungsmethode. Zur Endometriose kann ich im Grunde sagen, dass es mir wirklich super geht, wie schon seit Jahren nicht mehr. Ich für meinen Teil denke, dass das wirklich bei mir jetzt speziell damit zusammenhängt, weil ich einfach vor rund 5 Monaten die Pille abgesetzt habe. Ich wollte einfach keine Hormone mehr zufügen, weil ich der Überzeugung bin, dass es mir nicht gut tut. Und mein aktueller Zustand bestätigt das absolut. Denn seit ich die Pille nicht mehr nehme, habe ich weder Unterleibsschmerzen noch habe ich Schmerzen während der Menstruation. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Das war ja wirklich in den letzten Jahren ein ständiger Begleiter. Permanente Kopfschmerzen, die habe ich nicht mehr. Ja, und das Beste ist eben, ich habe wirklich keine Menstruationsbeschwerden mehr, trotz Endometriose. Und das ist doch der Oberknaller. Meine Frau, die Ärztin, war jetzt nicht so begeistert, als sie erfahren hatte, dass ich die Pille ohne ihr Wissen quasi eigenständig abgesetzt habe, weil sie halt doch überzeugt ist, trotz dass sie so gerne auch Naturheilverfahren anwendet, dass im Falle der Endometriose eben die Pille so das einzigste Mittel ist, um die Endometriose so ein bisschen zu verhindern, dass sie wiederkommt. Nichtsdestotrotz möchte ich von diesen Hormonen Abstand nehmen und ich werde sie definitiv nicht mehr nehmen, weil es mir wirklich super gut geht. Das hängt natürlich immer davon ab, wie jetzt die Endometriose vielleicht ausgeprägt ist. Bei mir wurde ja sehr, sehr viel in den 2, 3 Operationen entfernt. Klar, die Endometriose kann wiederkommen, aber inzwischen, für meinen Teil muss ich sagen, ist das, glaube ich, auch mitunter eine Kopfsache. Viele Frauen wissen ja nicht, dass sie eine Endometriose haben. Dann erfahren sie es plötzlich und dann haben sie morgens die Beschwerden. Das ist mir inzwischen eben auch schon oftmals untergekommen. Das Einzige, was ich jetzt momentan an Problemen habe, weil ich diese Mini-Pille oder was der Geier das war. Das einzige Problem, das ich jetzt seit dem Absetzen der Pille habe, ist ganz schlechte Haut. Ich hatte vor 5 Jahren oder so schon mal die Pille kurzzeitig abgesetzt, habe dann auch direkt schlechte Haut bekommen und habe sie direkt wieder genommen, aus diesem Grund. Grundsätzlich ist es einfach so, dass heutzutage die Pille viel zu leichtfertig verschrieben wird oder als Anwender viel zu leichtfertig einfach eingenommen wird. Man denkt da überhaupt gar nicht drüber nach. Man bekommt die schon in jungen Jahren verschrieben. Viele bekommen die teilweise schon mit 13, 14 Jahren. Bei mir war es, glaube ich, mit 16, 17. Also ich habe sie jetzt rund 14 Jahre oder so, habe ich sie auf jeden Fall genommen mit kurzen Unterbrechungen. Also 2 Mal habe ich sie abgesetzt. Aber aufgrund dessen, der schlechten Haut, habe ich sie dann direkt wieder genommen. Das war auf alle Fälle ein Fehler im Nachhinein. Ich habe mich jetzt mit dem Thema natürlich ein bisschen auseinandergesetzt und geguckt, was gibt es da für Informationsquellen. Es gibt da die liebe Miri von Kabandens. Sie ist eine High-Carb-Low-Fat-Veganerin, so was ich mitbekommen habe. Und sie hat eben auch über diese Problematik Hormone und schlechte Haut, sprich Richtung Akne hin, auch einige Videos gemacht. Und die solltet ihr euch auf alle Fälle auch mal ansehen, falls euch das Thema speziell interessiert. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Alternativ zur Pilleneinnahme, was ja eine Verhütungsmethode ist, nicht nur aus therapeutischen Gründen, in meinem Falle wegen der Endometriose, war natürlich auch mitunter ein Verhütungsmittel. Alternativ dafür habe ich natürlich jetzt auch eine Methode, und zwar die symptothermale Methode oder heutzutage wird auch gerne dann einfach nur NFP gesagt, also das ist die natürliche Familienplanung. Ja, hört sich komisch an. Es ist natürlich zum einen als Mittel gedacht, um wirklich gezielt schwanger zu werden, aber auch, wie jetzt in meinem Falle, um gezielt zu verhüten. Die Methode ist an sich eine wirklich sehr sichere und erprobte Methode. Es kommt natürlich immer darauf an. Man spricht hier immer gerne von so einer Methodensicherheit und von einer Gebrauchssicherheit. Also die Methode an sich ist, wenn man sie richtig ausführt, schlichtweg einfach sehr, sehr sicher. Die Gebrauchssicherheit ist genau wie wenn man zum Beispiel die Pille nimmt. Die eine nimmt sie regelmäßig oder pünktlich eher genau und die andere vergisst sie halt dann auch mal. Das ist halt eine Gebrauchssicherheit, die das Ganze vielleicht dann in der Sicherheit einschränkt. Also die, ja, die schlechte Anwendung einfach.
Wie funktioniert das Ganze? Ist an sich auch gar nicht kompliziert. Es ist natürlich für den Anfang vielleicht eine Umstellung, aber ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, deswegen man gewöhnt sich an alles und auch an dieses, denn es gibt gar nicht viel zu tun. Zum einen müsst ihr natürlich dann jeden Tag zur selben Uhrzeit am besten die Temperatur messen, bevor man aufsteht. Das heißt, Wecker klingelt, Thermometer rein, messen 3 Minuten lang und dann hat man seine Temperatur, die man notiert. Dafür braucht man ein Thermometer mit 2 Nachkommastellen. Ich habe jetzt hier speziell eins von Geratherm, basal digital. Also man misst damit die Basaltemperatur, das ist die, bevor man aufsteht oder so. Also ich kann das jetzt nicht so genau erklären. Ist schon eine Weile her, als ich das gelesen habe. Auf jeden Fall, um eben diese Methode genau ausüben zu können, braucht man 2 Nachkommastellen. Außerdem ist das hier sehr schön rosa. Das hat mich natürlich dann auch gleich mal noch sehr angesprochen. Das ist das eine. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor und das ist eben diese Cervix-Schleimbeobachtung. Cervix ist ja der Muttermund, also Muttermund-Schleimbeobachtung. Da muss man sich natürlich auch erstmal reinfitzeln, sich generell mit dem Thema natürlich auseinandersetzen. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann der Schleim sich hier verändern? Ich meine, ja, auf jeden Fall, das kann man alles lernen und es ist nicht weiter kompliziert. Wenn man diese 2 Faktoren gut verinnerlicht hat und richtig anwendet, ist diese Methode wirklich sehr, sehr sicher. Also ich würde fast sagen 100%ig sicher, weil man lernt seinen Körper wirklich ins Detail kennen. Man lernt ihn unter anderem auch ganz anders kennen. Man fühlt sich unter anderem vielleicht auch viel weiblicher, dadurch, dass man seinen Körper so gut kennt, weil es gehen ja gewisse Vorgänge in dem Zyklus immer in dem eigenen Körper vor sich. Das ist sehr interessant, das zu beobachten. Das Tolle ist eben auch zum Beispiel den Eisprung, den kann man auch spüren, wenn man in sich reinhört. Nicht jede Frau spürt ihn auch so fest in sich reinhört, wie auch immer. Man muss ihn nicht zwingend spüren, aber wenn, dann ist das natürlich auch sehr hilfreich und toll, wenn das so ist. Fakt ist, man misst ja jeden Tag die Temperatur und mit dem Eisprung steigt dann auch die Temperatur um 0,2 bis 0,5 Grad Celsius an. Und das ist dann das Zeichen dafür, mitunter des entsprechenden Schleimes, dass dann der Eisprung vorhanden ist. Kurz nach dem Eisprung seid ihr dann bis zur nächsten Menstruation unfruchtbar. Und dann könnt ihr ohne weitere Verhütung auch Geschlechtsverkehr haben, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, oh, jetzt könnte ich schwanger werden. Also das ist, wenn dann nur in der ersten Zyklushälfte möglich, weil es kann auch mal passieren, dass der Eisprung früher ist. Aber wenn man den Zyklus anhand dieser Methode, Temperatur und Cervixschleimbeobachtung über mehrere Monate beobachtet hat, ist da auf jeden Fall eine 100%ige Sicherheit gegeben. Am Anfang würde ich auf jeden Fall zusätzlich noch gerne verhüten per Kondom, um da einfach auf der sicheren Seite zu liegen. Was am Anfang vielleicht auch noch hilft, sind gerade um den Zeitpunkt des Eisprungs rum vielleicht Ovulationstests zu machen, um sich sicher zu sein. Oder wenn man zum Beispiel gerade denkt, man spürt den Eisprung, dass man dann so einen Test macht, um sich dann vielleicht nochmal, so schwarz auf weiß vielleicht nochmal, diese eigenen körperlichen Symptome nochmal zu bestätigen. Wenn einem das hilft für die Sicherheit, kann man das natürlich auch noch machen. Und das ist jetzt so das, was sich zusätzlich eben in meinem Leben auch noch verändert hat. Das hat jetzt vor der Umstellung auf vegan angefangen. Ihr seht, in meinem Leben sind so mehrere Faktoren, die sich gerade etwas verändern, weil man gewisse Einstellungen eben auch verändert, weil man eben gewisse Einstellungen eben auch überdenkt und ich hoffe, dass euch das Video jetzt weitergeholfen hat. Ihr könnt euch da natürlich gerne nochmal intensiver, das solltet ihr am besten auch, also mein Video, das ist jetzt nur wirklich grob umrissen, könnt ihr euch dann eben auf gewissen Seiten nochmal informieren. Ich werde euch da das eine oder andere nochmal in der Infobox verlinken. Und ergänzen möchte ich auch nochmal sagen, die Pille einfach abzusetzen, wenn man Endometriose hat, das ist nicht das Allgemeinrezept. Das ist jetzt für mich gut gewesen. Ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung, mir tut es gut und das gilt nicht für jeden. Das will ich hier jetzt nochmal ganz klar betonen. Sprecht das am besten mit eurer Frauenärztin ab oder eurem Frauenarzt, je nachdem, Männlein oder Weiblein, ist ja Wurst.
Somit sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr meine Videos so fleißig verfolgt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss!